aufgepasst. Oh, klasse, der sieht ja wirklich aus wie Zorro. Haben Sie den etwa ganz allein gemacht? Aber natürlich. Es war zwar ehrlich gesagt eine Heidenarbeit, aber ich finde, er ist mir auch prächtig gelungen. Na, wie gefällt er euch denn? Ich finde ihn absolut super. Kann er denn auch sein Schwert ziehen? Klar kann er das. Passt mal auf. Der sieht ja richtig echt aus. Ja, verblüffend echt sogar. Sagen Sie mal, Chris, was haben Sie denn mit dieser Figur eigentlich vor? Ich werde sie mit in die Hauptstadt nehmen. Sie bekommt in meiner nächsten Ausstellung einen Ehrenplatz. Immerhin ist Zorro so etwas wie ein Held. Was? Das halte ich aber ehrlich gesagt für keine besonders gute Idee. Wieso denn nicht? Tja, wissen Sie, für uns mag Zorro ja ein Held sein, aber für die Armee ist er nach wie vor ein Rebell. Sie werden unter Garantie Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie ihn öffentlich ausstellen. Das können Sie mir glauben. Diego hat recht, es ist viel zu gefährlich. Lassen Sie das lieber, die Armee versteht da keinen Spaß. Ist mir doch Schnuppe. Immerhin bin ich die Witwe eines spanischen Barons. Die werden es ja wohl kaum wagen, jemandem wie mir dumm zu kommen. Da wäre ich mir an Ihrer Stelle aber nicht so sicher. Hören Sie lieber auf Diego. Seid ihr alle dieser Meinung? Na gut. Aber schade finde ich es trotzdem, wo er mir doch so gut gelungen ist. Na ja, dann lassen wir es eben. Wer ist denn die? Umwerfen Sie, Kleine. Oh, die sieht wirklich toll aus. Neuser. Oh, tolle Frau. Wie bitte? Wir brauchen keinen zweiten Arzt. Wer hat sie denn überhaupt hierher geschickt? Der Gouverneur persönlich. Ich habe natürlich geglaubt, man hätte sie darüber informiert. Nein, mich hat jedenfalls niemand informiert. Martin, sag mal, hast du etwas davon gewusst? Nein, das hätte ich Ihnen sonst bestimmt sofort erzählt, Doktor. Sie können mich demnach überhaupt nicht gebrauchen, wenn ich Sie richtig verstehe. Nein, nein, so war das nicht gemeint, aber besonders viel zu tun gibt es hier wirklich nicht. Sagen Sie mal, welche Eigenschaften machen Ihrer Meinung nach einen guten Arzt vor allem aus? In erster Linie muss ein Arzt ein Herz und Mitgefühl für seine Patienten haben. Genau, das sage ich auch immer. Ja, wenn ich es mir recht überlege, kann ich Sie doch ganz gut gebrauchen. Vielen Dank. Ach, fast hätte ich mein Geschenk für Sie vergessen. Ein Geschenk? Was für ein guter Tropfen, vielen Dank. Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Auf gute Zusammenarbeit. Ein ausgesprochen raffinierter Plan, mein Kompliment. Danke. Na, verflixtes Mistvieh, verflixt! Genau das gleiche werde ich mit Zorro machen. Einfach zerquetschen. Doc, machen Sie auf. Ich glaube, da hat einer angebissen. Ach, du grüne Neune. Schaffen Sie's? Oh, das muss ja ein richtig großer Brocken gewesen sein. Wo ist er denn? Sind Sie etwa schon wieder betrunken? Nur ein bisschen, ehrlich. Was ist denn bloß los mit Ihnen? Seit wann vernachlässigen Sie denn Ihre Praxis? Nö. Mach dir mal keine Sorgen um meine Praxis, kümmert sich Anita. Die Patienten wollen nur noch zu ihr. Anita, meint er vielleicht die neue Ärztin? Klar, sie soll unheimlich hübsch sein, habe ich gehört. Und ob sie das ist, mein Junge? Ich habe in meiner Praxis noch nie so viele angeblich kranke Männer gesehen. Und wie ist sie als Ärztin? Ich muss zugeben, ich wollte es erst nicht glauben, aber sie ist eine ausgezeichnete Ärztin. Meine Patienten sind bei ihr bestens aufgehoben. Und da zu mir niemand mehr will, lasse ich dem lieben Gott einen guten Mann sein. Liege den ganzen Tag faul in der Sonne rum und genieße seit langem mal wieder mein Leben. Prost! So, wir sind da, Papa. Soll ich nicht doch Nein. mit reinkommen? Oh, lieb von dir, aber ich werde sofort drankommen. Fahr ruhig. Ja, was ist denn hier los? Die sind alle todsterbenskrank. Genau wie Sie, vermute ich mal, Senior Carlos, stimmt's? Ich habe schlimme Bauchschmerzen. Es ist wirklich kaum noch zum Aushalten. Es ist wohl besser, ich gehe sofort zu ihr rein. Würden Sie ihr bitte sagen, dass es sich um einen dringenden Notfall handelt? Senor Carlos, daraus wird leider nichts. Alle Anwesenden, einschließlich meiner Wenigkeit, sind dringende Notfälle. Ganz genau. Aber Sie sehen überhaupt nicht krank aus, mein Lieber. Im Gegenteil. Oh, das täuscht. Ich habe furchtbare Schmerzen im Rücken. Oh.
Oh! Huh? Der simuliert doch! Uh-huh. Ein Wunder! Sie hat mich nur berührt und ich fühle mich wie neugeboren. Ein unbeschreibliches Gefühl. Der Nächste, bitte. Ich bin dran. Na rein. Ach, Sie sind's. Plagt Sie Ihr Rücken wieder? Oh, wie recht Sie wieder haben. Setzen Sie sich bitte gerade hin und sehen Sie mir in die Augen. Gern. Werden schwerer und schwerer. Sie fühlen sich ganz entspannt und sehr müde. Schlafen Sie. Schlafen Sie ein. Ich möchte, dass Sie mir eine Frage beantworten. Wer ist Zorro? Weiß ich nicht. Mann, was ist hier geblasen? Leg los, ich kann genauso gut allein sein. Was ist, Bernard? Hast du dir wehgetan? Blöde Frage. Klar habe ich mir wehgetan. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich einfach zu schubsen? Hey, seine Stirn blutet ja. Wie hast du das denn wieder angestellt? Wollen Sie mich verschaukeln oder was? Das war Ihre Schuld. Geh am besten gleich zu Anita und lass dir ein Pflaster drauf machen. Du, Diego, kommst mit mir. Einverstanden? Wohin, wenn ich fragen darf? Sag einfach ja und frag nicht so blöd. Wir gehen noch einen klitzekleinen Heben. Ich fühle mich nämlich schon fast wieder nüchtern. Und aber das doch, Sie wissen doch, dass ich keinen Alkohol trinke. Aber irgendwann musst du ja mal damit anfangen. Spinner. Ah, das tut weh. Ja, wer wird sich denn so anstellen, kleiner Mann? Aber wenn es nun doch mal weh tut. Dann versuchen wir jetzt mal etwas anderes. Konzentrier dich auf die Uhr. Du wirst müde, sehr müde. Und deine Schmerzen sind wie weggeblasen. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, die du wahrheitsgemäß beantworten musst. Hörst du? Mhm. Weißt du, wer Zorro ist? Aha. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich ihn finden kann? Aber natürlich. Der da ist Zorro. Wenn ich mit den Fingern schnipse, wirst du aufwachen und alles vergessen haben. Hast du verstanden? Hm. Wie zum Teufel bin ich hierher gekommen, wenn ich nur wüsste, was ich hier wollte? Guten Tag, Frau Doktor. Seit ich neulich bei Ihnen war, fühle ich mich wie neugeboren. Sie haben wahre Wunder bewirkt. Vielen Dank nochmal. Sieh mal, Papa. Da hat jemand einen Blumenstrauß vor die Kirche gelegt. Du musst mir verraten, wo ich Zorro finden kann. Nein, das würde ich niemals tun. Wer sind Sie eigentlich? Wer ich bin, spielt keine Rolle. Du musst mir sagen, wer Zorro ist. Los, sag es mir! Sag es! Mein Gott, Diego ist Zorro! Oh mein Gott, war das grässlich. Das war ja ein fürchterlicher Albtraum. Richtig grauenhaft. Ich habe doch bestimmt wieder was vergessen, wie ich mich kenne. Oh Gott!
Ruhig bleiben, ihr zwei. Oh je, das war knapp. Das kann man wohl sagen. Wie hast du denn das angestellt? Wieso denn ich? Mich hat jemand gestoßen, ehrlich. Was, dich hat jemand gestoßen? Meine Güte, hab ich mich erschreckt. Ich dachte wirklich, jetzt ist es aus und vorbei. Also, das verstehe ich wirklich nicht. Hm? Was ist denn hier los? Jemand hat Maria... Jemand hat mich vor Diegos Kutsche gestoßen. Um ein Haar wäre ich zertrampelt worden. Mit Absicht. Bist du dir sicher? Natürlich, aber Gott sei Dank ist mir nichts passiert, weil Diego die Pferde sofort rumgerissen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so etwas absichtlich macht. Ich schon. Na ja, schwamm drüber. Ich lebe zum Glück ja noch. Wo wollen Sie denn hin, Senor Vega? Ich will nur kurz mal beim Doktor vorbeischauen. Bist du etwa krank? Unsinn. Dr. Timoteo hat mir ausrichten lassen, dass er mich sprechen möchte. Der will sicher wieder einen heben gehen. Oder willst du in Wirklichkeit etwa zu dieser neuen, charmanten Ärztin? Ja, ich habe schon von ihr gehört. Und ich muss zugeben, dass ich mittlerweile auch neugierig bin. Irgendwann gehe ich sicher mal zu ihr. Sag mal, willst du nicht mitkommen, Diego? Oh nein, danke. Kein Bedarf. Ich bin noch von gestern völlig bedient. Du solltest heute aber nicht wieder so viel trinken, sonst findest du nachher den Weg nach Hause nicht mehr. Jetzt werd mal nicht frech. Was ist mit dir, Bernard? Kommst du mit zum Angeln? Keine Zeit. Ich muss mir heute den Verband abnehmen lassen. Also dann, bis später. Na sowas, interessiert sich Bernard jetzt auch schon für Frauen? Ist da jemand? Das ist aber merkwürdig. Dr. Timoteo, Martin, ist jemand da? Oh, Frau Doktor, guten Tag. Dr. Timoteo und Martin sind einkaufen gegangen. Sie müssten aber eigentlich jeden Augenblick wiederkommen. Kann ich etwas für Sie tun? Danke, sehr nett von Ihnen. Aber ich bin hier mit Dr. Timoteo verabredet. Aber du möchtest doch sicher zu mir, nicht wahr? Hm? Sie wollten mir doch heute den Verband abnehmen. Wissen Sie das nicht mehr? Natürlich, dann komm mal gleich mit. Dein Vater ist in der Stadt angeschossen worden. Um Gottes Willen! Diego, wo willst du denn? Herr! Ist etwas passiert, Bernard? Oh nein, nicht auch das noch. Lassen Sie mich bitte durch, ich muss in die Stadt, mein Vater wurde angeschossen. Oh, das tut mir aber leid. Dann sagen Sie Ihren Soldaten doch bitte, dass sie den Weg frei machen sollen. Ich bedauere zutiefst, aber Sie werden leider erstmal mit uns kommen müssen. Los, Männer, nehmt diesen Kerl fest. Jesus, Maria und Josef, jetzt sag doch endlich mal was! Hä? Oh, guten Tag, Senorita Lolita. Ist Diego da? Nein, der ist vor ein paar Minuten noch mal weggefahren. Wohin, weiß ich nicht. Nanu, was ist denn mit Bernard los, Maria? Keine Ahnung, ich kriege kein Wort aus ihm raus. Was ist denn passiert, Bernard? Sag es mir. Diego, komm ganz schnell, dein Vater ist in der Stadt angeschossen worden. Ah, um Gottes Willen, kein Wunder, dass der arme Junge so verstört ist. Jesus, Maria und Josef, was soll ich denn jetzt machen? Da stimmt etwas nicht. Ich komme gerade aus der Stadt, aber ich habe nichts in der Richtung Leuten hören. Und warum erzählt er dann so etwas? Augenblick mal. Er sieht aus, als wäre er hypnotisiert worden. Bernard, hörst du mich? Komm wieder zu dir. Hallo, Lolita. Sag mir, was passiert ist, Bernard. Wieso, was soll denn? Wie bin ich eigentlich hergekommen? Weißt du das, Lolita? Überleg doch mal, es fällt dir sicher wieder ein. Ich weiß nur, dass ich gerade eben noch bei der neuen Ärztin in der Praxis war. Sehr merkwürdig. Könnt ihr nicht aufpassen? Jetzt ist meine Uniform bekleckert. Wenn das noch einmal vorkommt, lasse ich euch verhaften. Merkt euch das. Gut, dass wir Sie hier treffen, Sergeant. Sie müssen sofort mitkommen. Ich mache gerade Pause. Los, nun steigen Sie schon ein. Wie es aussieht, ist niemand da. Seht mal da. Oh. So,
jetzt geht's mir wieder besser. Erzählen Sie doch mal, wer das gewesen ist, Doc. Sie werden's nicht glauben, das war diese neue Ärztin, die ist nämlich ein Schwindler. Damit will er sagen, dass sie ein Kerl ist. Ah, ein Kerl? Genau, und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er fest vor, unseren Zorro umzubringen. Aber warum denn? Zorro soll vor ein paar Jahren angeblich seinen Bruder umgebracht haben. Der Blumenstrauß. Natürlich, er muss der Bruder von diesem Verbrecher Sabbat sein. Jedenfalls hat er alle Patienten hypnotisiert, weil er auf diese Art Zorros wahre Identität herausfinden wollte. Aber ich glaube kaum, dass die jemand kennt. Wie kann jemand mit einem Gesicht wie ein Engel ein Kerl sein? Oh, ist mir das jetzt peinlich. Tatsächlich, und alle haben sich von ihm täuschen lassen. Dann begreife ich aber nicht, warum er Bernard benutzt hat, um Diego in eine Falle zu locken. Was? Wo ist Bernard? Wenn er Zorro tötet, ist das ganz allein meine Schuld. Nur ich kann ihn verraten haben. Tekel, Figaro, nehmt sofort Diegos Spur auf. Huch, wer bist du denn? Ich brauche ganz dringend Ihre Hilfe, Chris. Wer hat Ihnen denn das Märchen aufgebunden, dass ich Zorro bin? Ehrlich gesagt, mir fällt es auch schwer, das zu glauben. Und was soll das dann alles? Keine Sorge, das werden Sie noch früh genug erfahren. Ihr Vater erwartet Sie übrigens schon. Was haben Sie mit ihm gemacht? Vater! Ich hab dich erwartet, Zorro. Was machen Sie hier? Ich bin nicht Zorro. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Lassen Sie meinen Vater gehen. Diego. Oh, Gott sei Dank, er lebt. Ich hol dich da runter, Vater. Wage es nicht, einen Schritt weiter zu gehen. Mein Name ist Sodom. Ich bin der Bruder von Sabbat, den du umgebracht hast. Wer ist Sabbat? Mach mir nichts vor, du weißt genau, um wen es geht. Mein Bruder war Gitarrenspieler. Er war Gitarrenspieler? Stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber es war nicht Zorro, der Ihren Bruder getötet hat. Kommandant Raymond hat ihn in der Kirche erschießen lassen. Fragen Sie Lieutenant Gabriel, wenn Sie mir nicht glauben. Der kann es Ihnen bestätigen. Spar dir deine feigen Lügen, Zorro. Wer zum Teufel hat Ihnen den Bären aufgebunden, dass ich Zorro bin? Dein kleiner Freund Bernard. Er hat dich verraten, nachdem ich ihn hypnotisiert habe. Und unter Hypnose ist niemand fähig zu lügen. Jetzt wirst du erfahren, wie schmerzhaft es ist, einen Menschen zu verlieren, den man liebt. Du wirst hilflos zusehen müssen, wie dein geliebter Vater in diesem heimtückischen Treibsand langsam versinkt und einen grauenvollen Tod stirbt. Warten Sie! Was ist, wenn er doch nicht Zorro ist? Ehrlich gesagt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser kleine, unscheinbare Wicht tatsächlich Zorro sein soll. Könnte es nicht sein, dass Sie sich geirrt haben? Das ist völlig ausgeschlossen. Wenn wir den Falschen umlegen, werden wir ziemlichen Ärger bekommen. Machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Wir haben den Richtigen, da bin ich mir ganz sicher. Er macht allen etwas vor, indem er sich aufführt wie ein Trottel und ihr seid darauf reingefallen. Gar nicht mal so dumm, aber damit ist es ein für alle Mal vorbei, Zorro. Lieutenant, sehen Sie doch! Wer ist das? Das ist Zorro! Wie bitte? Aus dem Weg! Das verstehe ich jetzt nicht. Augenblick noch, ich hab's gleich, Vater. Wie geht es ihm denn? Mach dir mal keine Sorgen, er wird es überleben. Die Hitze hat ihn zwar ziemlich geschwächt, aber sonst ist er in Ordnung. Sag mal, wo kam denn dieser Zorro so plötzlich her? Das errätst du niemals im Leben. Na sowas! Hurra, ich hab es geschafft! Ich hab Zorro in die Hölle geschickt! Aber ich hab dich doch gerade getötet. Ich bin unsterblich. Chris, so ein Pech. Chris wird bestimmt ziemlich sauer sein. Ich glaube nicht, dass du unsterblich bist. Das war ein Trick. Gib zu. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob du wirklich unsterblich bist. Fahr zur Hölle! Ich weiß, dass du glaubst, ich hätte deinen Bruder getötet, aber ich war es nicht.
Und obwohl ich in deinen Augen lese, dass du meinen Worten keinen Glauben schenkst und mich immer noch töten willst, werde ich dich am Leben lassen. Wie außerordentlich großzügig von ihnen, aber ich werde sie nicht am Leben lassen. Halt dich fest, ich zieh dich raus! Hau endlich ab! Lieber sterbe ich, als dass ich mir von jemandem wie dir helfen lasse! Ah! So ein Wahnsinn! Was steht ihr hier rum und glotzt Löcher in die Luft? Los, hinterher! Tja, Lieutenant, damit dürfte wohl klar sein, dass ich nicht Zorro bin. Irgendwann kriege ich diesen verfluchten Zorro! Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue!